Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute einen ganz, ganz lieben Gast und zwar ist das die liebe Victoria, die jetzt schon seit einiger Zeit verschiedene Coachings bei mir macht. Und erstmal hallo an dich. Hallo Julia. Und magst du ganz, ganz kurz ein ganz klein wenig über dich erzählen? Ja, also ich bin Victoria, ich bin 38 Jahre alt, studiere nebenbei noch und bin auf Julia eigentlich über ihr YouTube-Kanal gestoßen. Und da der mich angesprochen hat, habe ich gleich mal Audiokurse getestet. Genau, also damit hat ja alles angefangen, ne? Dass du dann genau. Mit den Audiokursen angefangen hast. Wo standest du, bevor du angefangen hast, mit meinen Sachen zu arbeiten? Wie ging es dir damals? Was waren so die Themen, die du gerne bearbeiten wolltest bei dir? Also angefangen hast mit Selbstbewusstsein und mit der Selbstliebe. Der Audiokurs, der war so der wichtigste, weil ich da die größten Probleme bei mir gesehen habe. Und damit bin ich eingestiegen. Schön. Und wie haben dir dann die Audiokurse geholfen? Beziehungsweise kannst du auch so ein bisschen erzählen, jetzt mal so aus Nutzersicht, wie man die Audiokurse anwenden kann? Und wie du sie vor allen Dingen angewandt hast und was sie dir gebracht haben? Also der Vorteil vom Audiokurs für mich war erstmal, dass ich mich damit allein beschäftigen konnte, konnte mir die Zeit halt einteilen, auch die Übungen nach halt meinem Zeitfenster machen. Das war so der erste Punkt, warum ich mich für die Audiokurse entschieden habe. Ein weiterer Punkt war auch dadurch, dass ja mein Selbstbewusstsein nicht so stark war, dass ich mich nicht unbedingt so nach außen zeigen wollte. Und durch diese Audiokurse ist so die Hemmschwelle gesunken, sich dann tatsächlich direkt an Julia zu wenden. Okay. Und du hast, glaube ich, sogar alle 4 Audiokurse. Hast du die auch schon alle gemacht? Ich habe sie alle gemacht. Wow, krass. Also bist du auch, glaube ich, tatsächlich die Einzige, die alle 4 Kurse gekauft und gemacht hat. Ja. Krass, schön. Und dann der Meditationskurs ist so beliebt, weil gerade die Meditationen, die da drin sind, haben da nochmal den Prozess unterstützt, sich ein bisschen selber besser kennenzulernen. Schön, schön. Oh, das freut mich so. Und dann, ich glaube, das ist jetzt schon mehr als 3 Monate her, haben wir ja begonnen, im Februar, siehste, haben wir ja begonnen mit sowohl Einzelcoaching-Session als dann auch mit dem Gruppencoaching. Aber zu den Einzelcoaching-Sessions, die haben wir ja dann parallel zum Gruppencoaching einfach gemacht, weil es entweder manchmal um ein anderes Thema ging, weil es einfach so ein bisschen individueller ist, weil es vor allen Dingen intensiver ist und auch so ein bisschen persönlicher. Wie haben dir diese Sessions in deinem Prozess geholfen? Wie haben die dich da unterstützt? Weil wir speziell auf gewisse Fragestellungen eingehen konnten, gerade auch für mich in der Gruppe schwierig gewesen wären, weil sie teilweise sehr privat waren und die ich nicht in der Gruppe besprechen wollte und weil man halt in dem Gespräch der Stunde tiefer darauf eingehen kann und individueller. Natürlich bei einer Gruppe ist das immer noch andere Mitglieder. Und da hast du nicht so Zeit, du nimmst dir zwar Zeit für jedes Gruppenmitglied, aber gerade bei speziellen Fragen, wie zum Beispiel bei mir das Problem Schwiegereltern, da braucht man dann doch Einzelcoaching, weil man da einfach tiefer mit dir in die Materie rein kann, du dann auch im Einzelcoaching individuell total drauf eingehst. Das Schöne bei dir ist auch so, dadurch, dass ich dich jetzt schon so ganz paar Monate begleite, es kommt ja immer mal wieder hoch. Du hast ja diese Themen kommen ja immer mal wieder in deinem Alltag vor. Und wenn du mir dann so schön erzählst, dass du auf Dinge zurückgreifen konntest, die wir besprochen haben, dass du jetzt einfach weißt, wie du damit umgehen kannst, das freut mich eigentlich so am meisten. Kannst du das so bestätigen, dass du jetzt schon einfach weißt, was du zu tun hast, wenn diese Situationen auftreten? Ja, kann ich bestätigen. Also am Anfang ist es noch unbewusst. Man macht es halt dann bewusst, wenn man merkt, dass man in der Situation ist. Aber jetzt so nach einer gewissen Zeit, dann merke ich, dass ich auch schon unbewusst auf diese Techniken zurückgreife. Mhm. Zum Beispiel sich halt einfach zurückzunehmen in gewissen Situationen. Sich halt nicht so sofort zum Herzen zu nehmen. Auch mal zu sagen, so jetzt reicht mir, ich gehe jetzt mal aus der Situation raus, ich brauche einfach 5 Minuten und dann reden wir erst weiter. Also es schaukelt sich dann nicht mehr so hoch, es trifft
ich dann in der Situation nicht mehr zu 100%, weil ich dann die Perspektive einfach der dritten Person einnehme. Ja, schön. Und dann hatten wir ja auch mit Glaubenssätzen gearbeitet, ne? Und da war ja unter anderem ein Glaubenssatz, dass du nur gut genug bist, wenn du auch etwas leistest, was jetzt natürlich in deinem Studium nochmal auch Thema geworden ist. Aber ich glaube, damit hast du auch gut gelernt, umzugehen in den letzten Wochen und Monaten, oder? Ja, ich mach's bewusst. Also wenn ich merke, dass er hochkommt, mache ich mir bewusst klar, dass es wieder der Glaubenssatz ist. Ich verwende ja auch diesen Satz, den wir dann erarbeitet haben, der positiv ist. Und man merkt schon eine Veränderung. Also der Leistungsdruck so in mir, auch in meiner Umgebung, das wahrgenommen, der ist nicht mehr so stark. Mhm. Also zum Beispiel die Überarbeitung zum Beispiel von Hausaufgaben ist viel kürzer. Es war noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, aber es wird schon kürzer. Ja genau, es ist ja alles so ein Prozess, ne? Und mittlerweile im Mai bist du ja jetzt schon beim vierten Gruppencoaching, glaube ich, hintereinander dabei. Ja. Also du bist ein großer Fan von diesem Format. Warum ist das so? Was gefällt dir am Gruppencoaching besonders gut? Am Gruppencoaching der Austausch. Also das, was ich am Anfang mir gar nicht vorstellen konnte, ist jetzt so ein Vorteil vom Gruppencoaching. Aber halt auch durch die WhatsApp-Gruppe, die dabei ist. Man tauscht sich dann halt nicht nur in den zwei Live-Calls aus, sondern auch in der Gruppe, wenn man dem halt, man motiviert sich, man hat die Unterstützung. Kommen halt auch noch ein paar andere Impulse von außen, die einem dann nochmal anregen. Das ist so ein Vorteil von Gruppencoaching. Und dass wir halt die Aufgaben auch genug Zeit haben und halt auch die Aufgaben, wenn wir sie nicht gleich erledigen, halt dann machen, wenn wir Zeit dafür haben. Super schön. Und was wir auch noch gemacht haben, so in der ganzen Zeit, ist, dass ich glaube, ich habe dir mittlerweile zwei individuelle Affirmationsaudios eingesprochen. Ne? Also für alle, die jetzt nicht so wissen, Affirmationen sind einfach positiv formulierte Sätze, mit denen wir unser Unterbewusstsein umprogrammieren. Und ich überlege gerade, zu welchen zwei Themen ich dir die gemacht habe. Einmal bei den blockierenden Glaubenssätzen hast du mir die neuen aufgesprochen, also die sie aufgelöst haben und die positiver formuliert haben. Ja. Und jetzt nochmal bei deiner Zielsetzung, wo es um genau, da habe ich noch Affirmationen. Genau, da einfach nochmal zur Stärkung. Wie arbeitest du mit den Affirmationen und wie hast du so schon... Also ich höre sie mir als Meditation morgens an, aber auch teilweise über Tag. Also wenn ich merke, so dieser Glaubenssatz kommt wieder, dann ziehe ich mich gerne mal kurz zurück. Es sind ja nur 15 Minuten. Ja, genau. Und gönn mir die dann. Schön. Ich kombiniere sie auch mit Ölen, weil zwei Öle helfen mir da. Was benutzt du da? Sage und Chia. Ja, okay. Ja, die sind auch sehr, sehr schön. Schön. Und hast du schon so ein bisschen gemerkt, dass da was vorangeht? Also es sind ja im Grunde nur Sätze, die du dir anhörst. Aber konntest du schon feststellen, dass dein Unterbewusstsein irgendwie ein bisschen darauf reagiert? Ja, also diese Selbstzweifelstimme ist viel leiser. Also es kommt öfters eher so dieser Satz, ich bin stark und bin so, wie ich bin, als der andere. Also das merkt man schon nach einer gewissen Zeit, dass die viel mehr hochkommen, die positiven, als die negativen. Super. Das ist so, 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 so schön. Das ist für mich auch so dieses Schönste, diesen Fortschritt auch einfach zu sehen. Das ist halt wirklich... vorangeht und immer weiter und weiter und weiter und dass du auch immer weiter an dir arbeitest, dass du nicht irgendwann sagst, okay, jetzt habe ich das Thema abgehakt, ist okay, sondern es geht immer weiter und immer weiter und deswegen finde ich die Arbeit mit dir so schön und wir arbeiten ja auch sehr intensiv zusammen. Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen, wenn da draußen jetzt jemand ist, der jetzt schon seit einer ganzen Weile hadert, ob er einen Audiokurs machen soll, ein Gruppencoaching mitmachen soll oder mal eine Einzelcoaching-Session machen soll, was würdest du demjenigen gerne sagen? Was du vielleicht damals gerne gehört hättest, um so über deinen Schatten zu springen? Einfach die Hemmung verlieren, es einfach ausprobieren. Und was auch ist, ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, dass man das wert ist. Natürlich gibt es da immer so ein bisschen den Punkt, ja, das kostet Geld, ich muss Zeit investieren, aber das Wichtigste ist, dass man sich für selber, glaube ich, bewusst macht, dass man sich das wert ist, das zu tun für sich selber. Super schön. Das hätte ich besser gerade gar nicht sagen können.
Ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du meine Fragen beantwortet hast. Ihr könnt jetzt sehr, sehr gerne auch noch unten in den Kommentaren zu dem Video Fragen stellen, die Victoria dann sehr, sehr gerne sicherlich auch antwortet oder ich ja. auch. Wir freuen uns und bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.